Wir befinden uns hier auf dem Nierenzellkarzinom-Expertentreffen 2015 in Feldafing. Ich darf recht herzlich Herrn Dr. Roos begrüßen. Grüße, Herr Dr. Roos. Dankeschön. Sie haben berichtet auf dem Treffen über Entscheidungshilfen in der Erstlinientherapie. Bei anderen Krebsarten wird die Therapie ausgerichtet nach der Pathologie des Tumors oder zum Beispiel nach bestimmten Laborwerten, die im Blut festgestellt werden, die sogenannten Tumormarker. Und daran schließt sich gleich meine erste Frage an. Wie ist das zurzeit beim Nierenzellkarzinom? Leider liegen uns aktuell keine Tumormarker vor, sodass wir uns nicht wie zum Beispiel beim Brustkrebs oder auch beim Lungenkrebs danach richten können. Aber es laufen Studien und wir hoffen, dass wir in 2-3 Jahren mehr darüber wissen und auch diese anwenden können, die wir dann hoffentlich haben. Herr Dr. Roos, von welchen Parametern hängt die Wahl der Erstlinientherapie ab? Das ist eine ganz wichtige Frage und es gab verschiedene Studien, die uns darauf jetzt schon eine Antwort gegeben haben. Aber leider wissen wir es noch nicht ganz konkret. Es bleibt letztendlich eine individuelle, persönliche Entscheidung zusammen mit dem behandelten Arzt und dem Patienten. Aber es gibt zum Beispiel einmal die Histologie des Tumors. Um was handelt es sich? Um ein klarzelliges, ein chromophobes oder ein papilläres Nierenzellkarzinom. Dann, welche Stratifizierungskriterien gibt es nach zum Beispiel Motzer oder Heng? Heng wird jetzt zunehmend angewandt in günstig, intermediäres Risiko oder ungünstig. Und da geben uns die verschiedenen Richtlinien von den die ASCO, die ESMO und auch die EAU-Leitlinien Substanzen vor, die in der Erstlinie zugelassen sind. Jetzt in der Erstlinientherapie nicht nur das, was ich gerade eben gesagt habe, sondern selbstverständlich auch der Patient selbst. In welchem Allgemeinzustand ist er, welche Komorbiditäten bringt er mit und vor allen Dingen auch, wie lange hat es gebraucht bis zur Diagnose der Metastasierung, das ist auch ein wichtiges Kriterium. Und welche Bereitschaft hat er, eine gewisse Therapie, die Nebenwirkungen hat, um auch effektiv zu sein, einzugehen und auch längere Krankenhaus- bzw. längere Visiten im regelmäßigen Abstand dann auf sich zu nehmen. Und das sind auch Kriterien, denke ich, die eine wichtige Rolle spielen. Also das Individuelle, das ist hier das Entscheidende. Gibt es weitere neue Entscheidungshilfen, die ein Arzt heutzutage nutzen kann? Entscheidungshilfen, daran arbeiten wir ja gerade. Also die Biomarker hatten Sie in der ersten Frage schon angesprochen. Das läuft. Es gibt Normogramme, also gewisse, welchen Algorithmus man wann einsetzen könnte, aber die sind noch nicht ganz ausgefeilt, sodass doch viel letztendlich eine Bauchentscheidung ist. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich mit den Patienten, die einmal den Tumor selbst bespreche und dann vor allen Dingen auch die Nebenwirkungen, die auftreten können. Mhm. Und da unterscheiden sich die Substanzen, wenn man jetzt die Tyrosinkinase-Inhibitoren nimmt, die ja in der Erstlinie eingesetzt werden, nicht wirklich viel voneinander, sondern es ist eher der prozentuale Anteil. Einige ein bisschen mehr Hand-Fuß, die anderen ein bisschen mehr Mukosit, also einen bunten Mund, Mukositis oder auch Durchfälle, Diarrhöen können auftreten und das muss man so mit dem Patienten abwägen, auf was er sich denn oder mit was er eher zurechtkommt. Ja, oder Müdigkeit, ja gerade beim Avastin oder beim Subtent, die Fatigue ist, ja, mit dieser Erschöpfungszustand, das ist aber auch alles individuell, das muss nicht sein, dass das auftritt. Ja, man muss es ausprobieren. Und dann hat man immer noch die Möglichkeit, die Dosis zu reduzieren oder, wenn es gar nicht geht, umzustellen. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Roos, für diese schönen und guten Informationen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.